Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen bei TV Bayern Live, das Wochenendmagazin mit allen wichtigen Themen aus dem Freistaat. Noch bis Sonntag findet in Würzburg das 41. internationale Filmwochenende statt. Inhaltlicher Schwerpunkt in diesem Jahr: Familienfieber. Hier im Zentralkino im Herzen von Würzburg, da findet es statt, das 41. internationale Filmwochenende. An 4 Tagen gibt es rund 50 Filme zu sehen, die man ansonsten eher mit der Lupe im Kinoprogramm suchen muss, obwohl es aktuelle internationale Produktionen sind, aber sie schaffen es eben nicht ins Programm der großen Kinos. Nichtsdestotrotz sind es echte Leckerbissen für die Filmfans und die gibt es hier serviert mit einem roten Teppich und wir schauen mal rein. In 4 Kinos gleichzeitig laufen die Filme. Da gilt es, den Überblick nicht zu verlieren und das persönliche Programm geschickt zusammenzustellen. Sonst verpasst man möglicherweise einen Film wie Familienfieber des Berliner Regisseurs Nico Sommer. Darin sollen sich die Eltern eines jungen Liebespaares kennenlernen. Also wird kurzerhand eine Familienzusammenführung in Brandenburg organisiert. Ich meinte doch, es ist ein großes Haus. Oh mein Gott. Das ist kein großes Haus, das ist ein Riesenbunker. Guck dir mal an, wie ich aussehe. Na, das mit den Klamotten ist aber auch echt dein Ding. Ja, du kannst mir doch mal sagen, was das hier ist. Da hättest du doch schon mal eine Postkarte mitbringen können. Der Regisseur ist auf Festivals in ganz Deutschland unterwegs. Auch auf der Berlinale war er schon vertreten. Von der Berlinale in Berlin zum Filmwochenende nach Würzburg, das sind wahrscheinlich Welten. Aber was macht denn das Würzburger Festival charmanter als die Berlinale? Ja, also erstmal ist es nur eine Zugfahrt hierher. Es ist ja nicht am Arsch der Heide, sondern man steigt hier mit dem ICE aus. Und ansonsten ist es, glaube ich, kein übergroßes Festival, was total toll ist, weil natürlich ist eine Berlinale auch immer sehr, sehr riesig und man verläuft sich und es ist nicht konzentriert. Die Vielfalt ist Programm beim internationalen Filmwochenende in Würzburg. Man legt sich weder auf ein Motto noch auf ein Genre fest. 30 Spielfilme, 11 Kurzfilme und 10 Dokumentarfilme sind zu sehen, zum Beispiel 18. Erzählt wird die Geschichte von 4 jungen Frauen, die mit 14 Mutter geworden sind. Wie geht es ihnen jetzt mit 18? Jeden Tag ist ein Abenteuer, findet Lea. Als er es auf dem Boden absitzt, ist es schnell wie der Blitz verschwunden. Aber bald ist es alt genug, dass es ohne Mutter sein kann. Was ist denn los? Hm? Was ist denn los? Hm. Der kleine Tiger ist auch schön müde. Also. Die Bürger sind abhängig. Bin auch müde. Dann leg dich lieber in dein Bett. Drehbuchautorin und Regisseurin Cornelia Grünberg wird die Langzeitbeobachtung noch weitere Jahre fortführen. Feedback und Anregungen für ihre Arbeit bezieht sie auch aus dem direkten Kontakt mit ihrem Publikum. Das internationale Filmwochenende in Würzburg dauert noch bis Sonntagnacht. Seit 21 Jahren hilft der Eagles Charity Golf Club vielen Menschen und Kindern, die auf der Schattenseite des Lebens stehen. Dank prominenter Spendenunterstützung hat der Club schon mehr als 23 Millionen Euro eingespielt. In dieser Woche bekamen die Eagles die höchste Spende in ihrer Vereinsgeschichte. Nicht der Elefant, sondern die 250.000 Euro brachten sogar die Mitglieder des renommierten Eagles Golf Club zum Staunen. Nie zuvor floss so viel Geld auf das Spendenkonto des Charity-Vereins. Präsident Frank Fleschenberg nahm den Scheck im Herzen des Zirkus Krone entgegen. Es ist die größte Einzelspende, die wir bis jetzt bekommen haben. Und ursprünglich hat der Okal ein Haus zur Verfügung gestellt, das ist versteigert worden. Aber derjenige, der es gesteigert hat, hat nicht die Finanzierung bekommen. So dass wir da standen und hatten null. Und dann ist der Vorstandsvorsitzende Thomas Saper gekommen und hat gesagt, okay, dann gebe ich euch das Geld in bar. Und ich kenne Frank Fleschenberg jetzt schon seit 15 Jahren. Mir gefällt sehr gut, was er macht. Er engagiert sich für Kinderanliegen, hat seine Kontakte über verschiedene Stiftungen. Und wir wissen als Unternehmen, wenn wir Geld spenden, dass wirklich jeder einzelne Euro dort ankommt. Und da tut man als Unternehmer sehr gern auch einen größeren Betrag mal ausloben, um eben Kinder zu unterstützen. Seit rund 21 Jahren schwingen Stars und Sternchen aus ganz Deutschland den Golfschläger für einen guten Zweck. Mehr als 23 Millionen Euro haben sie somit zusammengespielt.
Wenn Eagles-Präsident Fleschenberg ruft, stehen die Promis parat. Das ist eine große Auszeichnung, eine große Ehre, weil man auch mit seinem quasi Promi-Status doch einiges erreichen kann. Die Frage ist, was bedeutet es, keiner zu sein? Tristesse, Trauer und Hoffnungslosigkeit. Wir sind ja seit nahezu 20 Jahren schon bei den Eagles und freuen uns wirklich, dass wir unseren Namen einsetzen können, damit eben so tolle Events entstehen. Eine tolle Organisation, wo es auch wirklich um das Gute geht. Und da geht eins zu eins wirklich das gesamte Geld dorthin und das ist sehr wichtig. Ich bin stolz, ein Eagle zu sein, Teil einer Familie, weil es wirklich auch familiär ist. Und weil wir alle gemeinsam mit Spaß und Freude am Golfspielen auch noch Gutes tun. Ich war gleich schon am Anfang dabei gewesen und das ist immer toll, wenn man für einen guten Zweck behilflich sein kann und das ist im Leben ist das Wichtigste. Doch neben dem Zirkusspaß stand vor allem eins im Vordergrund, die Hilfsbereitschaft der Eagles. An 5 gemeinnützige Organisationen wurde das große Geld verteilt. Auch Karin Stoiber durfte sich über einen Anteil für ihre Aktion freuen. Das hat mich natürlich sehr gefreut, denn dieses Haus, das benötigt immer wieder Hilfe, denn es werden dort Säuglinge und kleine Kinder betreut, die zur Welt kommen und nicht alleine, also nicht selbstständig atmen können, zum Teil mehrfach behindert sind. Und da ist die Hilfe immer am rechten Ort. Also insgesamt sind 250.000 Euro, die wir in bar zur Verfügung haben, die wir auch schon zum Teil weitergegeben haben. Das ist an die Felix-Wurder-Stiftung, Herz für Kinder von der Bild-Zeitung. Ja, Franz-Beckenbauer-Stiftung natürlich, der ist bei uns Mitglied. Und verschiedene andere Sachen. Wir haben mit Charles Huber eine Schule im Senegal gebaut. Da fehlten jetzt noch 5.000 Euro, sodass die Schule für 200 Kinder fertig geworden ist. Also da sind die Gelder hingegangen. Unermüdlich, tatkräftig, begeistert. Das ist, was die Eagles um Präsident Fleschenberg auszeichnet. Im Mai feiert der erste Lokalsender Deutschlands sein 30-jähriges Bestehen. Radio Gong, mittlerweile aus der Münchner Medienlandschaft kaum noch wegzudenken. Anlässlich des Jubiläums schmiss der Radiosender bereits in dieser Woche in Schubecks Theatro eine Riesenparty. Und wir waren natürlich dabei zum Gratulieren. Radiomacher, Politiker und Promis, sie alle wollten sich das große Geburtstagsfest von Radio Gong nicht entgehen lassen. Am 24. Mai 1985 ging das erste Münchner Privatradio auf Sendung, auch wenn zu Beginn längst nicht alles glatt lief. Am Anfang war es ein Versuchsradio. Wir haben halt alles ausprobiert, was es gibt. Wir haben im Jazz-Sendung integriert, wir haben ein Sorgentelefon integriert, wir haben Sport drin gehabt im Programm, wir haben live aus dem Olympiastadion eben von Bayern übertragen. Also wir haben alles gemacht, was man sich nur irgendwie vorstellen kann. Wir wussten ja gar nicht, funktioniert das, geht das und klappt das. Von Anfang an sendete die neue Radiostation 24 Stunden täglich und erfreute sich durch die ungewöhnliche und abwechslungsreiche Musikauswahl schnell großer Beliebtheit. Das war so der erste Radiosender, wo wirklich fetzige Musik gespielt hat in München, ohne den Öffentlich-Rechtlichen zu nahe treten zu wollen, aber das war schon ein bisschen unterschiedliche Musik. Also ich bin mit dem Fahrrad und meinen Lieblingsscheiben in den Sender gefahren und habe aufgelegt, was ich wollte. Und kein Mensch hat dann irgendwie gesagt, das darfst du nicht spielen. Also je nach Stimmung konntest du machen, was du wolltest. Nach den chaotischen Anfangsjahren begann Radio Gong immer professioneller zu arbeiten. Statt selbst mitgebrachten Schallplatten wurde ein automatischer Musikcomputer eingeführt. Nachrichtensprecher bekamen Schulungen und Sprechtraining. Trotzdem ist Radio Gong immer wieder durch wilde Aktionen aufgefallen. Wir wollten die Taxifahrer Münchens einladen zum Frühstücken. Weil wir wollten immer, dass die Leute auch zu uns ins Haus kommen. Dass es nicht ein anonymes Gebäude ist, wo Radio gemacht wird. Sondern wir wollten eine Hörernähe einfach extra machen. Und aus dem Grund haben wir dann die Taxifahrer mal eingeladen zum Frühstück. Dann haben wir gedacht, na, vielleicht kommen 5, 6 Taxifahrer. Da kamen aber 100. Da kann man sich vorstellen, damals in der Nordendstraße, die Straße war komplett gesperrt. Keine Straßenbahn kam mehr durch. Also es war Chaos. Und wir haben gemerkt, wir haben ein paar Leute, die uns zuhören. Herausgehoben hat sich der neue Sender neben seiner Musik vor allem durch seine Moderatoren. Schon bald entwickelte sich das Radio zu einer Schmiede für junge Nachwuchstalente. Damals sind so Charaktere, so Figuren entstanden wie der Ignaz Huber oder der Franz Schweiger, Abba Hatschi, der Dimitri Stupak, der Jens Mahl. Genau der ist damals entstanden im Radio, wenn man sich das mal vorstellt. Radio Gong war quasi unsere Brutstätte. Also es ist schon so, dass das auch ein Glücksfall war.
dass man da so reingeschubst wurde und dass man da so ausprobieren konnte. Also ich glaube, das gibt es heute nicht mehr, dass du einfach hingesetzt wirst und gesagt bekommst, naja, ich spinne halt ein bisschen rum. Und das haben wir ja gemacht. Ich war ja auch kein Journalist. Ich war weder Radiomoderator noch Journalist und wir haben halt rumgeblödelt. Zum Abschluss der Geburtstagsfeier ließ es sich dann auch Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter nicht nehmen, dem Sender noch ein Ständchen zu singen. Ja, auch in dieser Woche sind wieder jede Menge neue Filme angelaufen in den bayerischen Kinos. Unter anderem die Komödie Da muss man durch mit Jan-Josef Liefers und Wotan Wilke Möhring. Außerdem Birdman oder Die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit. Heißester Oscar-Favorit, gleich 9-mal nominiert der Streifen. Und Die 5 Freunde, Teil 4. Diesmal suchen Julian Dick, Anne George und Timmy der Hund ein gestohlenes Amulett in der Wüste. Film ab. Was ist das? Das sind Zelte und das sind Autos. Der Eingang führt dann ins Grab. Ich bin auf der Suche nach 4 Kindern und einem Hund. Wüste, Pyramiden, Mumien. Diesmal stürzen sich Enid Blytons berühmte 5 Freunde in ihr 4. und buchstäblich heißestes Abenteuer. In Ägypten machen sie sich auf die Suche nach einem geheimnisvollen Pharaonengrab. Irgendjemand ist hinter den Amuletten her. Diesen jemand müssen wir finden. Fürchten Sie, die Leute könnten sagen, Sie machen dieses Stück, um gegen den Eindruck anzukämpfen, Sie seien ein abgewrackter Superheld? Absolut nicht. Deswegen habe ich vor 20 Jahren auch abgelehnt, Birdman 4 zu drehen. Birdman 4? Sie drehen Birdman 4? Wer erstmal auf eine Rolle festgelegt ist, hat es schwer in Hollywood. Doch Ex-Superheld Reagan will es allen beweisen. Mit einem eigenen Broadway-Theaterstück. Birdman ist eine furiose Abrechnung mit dem Filmgeschäft und ein originelles Spiel mit Realität und Fiktion. In doppelter Hinsicht. In der Hauptrolle brilliert ausgerechnet der etwas in Vergessenheit geratene Michael Keaton. Die Parallelen sind offensichtlich. Er ist kein gescheiterter Schauspieler, aber wir kennen ihn natürlich als Batman. Na, wieso ziehst du nicht deine Flügel und dein scheiß Vogelkostüm an? Das Tolle ist, er wird langsam verrückt, aber gleichzeitig findet er so auf gewisse Weise zu sich selbst. Das ist echt großartig. Kapierst du es nicht? Du bist das Original, Mann. Wir starten ein Comeback. Auch für Keaton könnte Birdman das Comeback ins Hollywood-Tagesgeschäft bedeuten. Denn die 8 Oscar-Nominierungen, darunter auch die für die beste männliche Hauptrolle, sind keine Fiktion, sondern verdiente Realität. Wenn Stiftung Warentest Vibratoren testet, ist dann befriedigend besser als gut? Die Männer-WG aus Man tut, was man kann, philosophiert wieder mehr oder minder tiefsinnig über das Leben. In der Fortsetzung auf Mallorca. Dort muss Paul den versnobten Eltern seiner großen Liebe einen Besuch abstatten. Und auch Schamski verschlägt es auf die Insel. Control de Alcoholemia. Continue. Ich mag die Spanier. Wisst ihr, wo Günther ist? Hallo, Schatz. Ich bin schwanger. Aber nicht von mir. Der erste Teil der Männerkomödie war noch erfrischend anders, witzig und charmant. Auch dank der Top-Besetzung. Teil 2 wirkt dagegen oft sehr klischeehaft und konstruiert. Fans werden immer noch ihren Spaß haben. Für den Rest gilt das Filmtitelmotto: Da muss man durch. Ja, er gehört zu den populärsten Volkstänzen in Bayern, der Schublattler. Getanzt wird dabei meist im Dreivierteltakt und natürlich in Tracht. Es gibt zahlreiche Trachtenvereine bei uns im Freistaat, die diese Tradition des Plattelns pflegen. Es gibt sogar richtige Wettkämpfe. So fand vergangenes Jahr in Königsbrunn die letzte inoffizielle Weltmeisterschaft im Schublatteln statt. Der Titel ging nach Gersthofen an den 15-jährigen Maximilian Riedel.
Platteln wie ein Weltmeister, das kann Maximilian Riedl. Schurplatteln. Für den 15-Jährigen aus Gersthofen eine echte Herzensangelegenheit und ein kultureller Auftrag. Also man pflegt die Tradition, dass sie nicht ausstirbt. Und umso jünger man ist, umso länger kann man es ja natürlich auch machen und die Tradition pflegen. Und ja, es bringt Jung und Alt zusammen, weil ich bin jetzt 15 und der älteste Aktive ist um die 60. 2014 holte sich Maxi den Bayerischen Löwen. Nachdem im Wettbewerb auch Plattler aus Nordamerika teilnehmen, gilt dieser als Weltmeisterschaft im Schubplatteln. Ja, es war richtig cool. Und also es macht meine ganze Familie und die haben sich natürlich auch gefreut. Und man fühlt sich dann richtig cool, also richtig gut. Vor wenigen Tagen durfte Maxi sogar vor Bayern-Star Jerome Boateng platteln. Für den bekennenden Fußballfan ein Riesenerlebnis. Ja, er ist Weltmeister. Ich habe jedes WM-Spiel gesehen und da sieht man ihn im Fernsehen und dann ist er nicht einmal einen Meter vor dir und schüttelt dir die Hand und sagt, dass es ein cooler Auftritt war. Und ja, schon ein cooles Erlebnis, das nicht jeder erleben kann. Tipps von Weltmeister zu Weltmeister gab es auch noch. Ja, ich denke, dass er am besten weiß, wie er das verteidigen soll. Weiter hart arbeiten und dann schafft er das. Verteidigen muss Maxi seinen Titel dieses Jahr in Tierhaupten. Leicht wird es nicht. Schließlich achtet die Jury bei ihrer Bewertung auf viele kleine Details. Ja, auf die Sauberkeit von den Schlägen, dass sie alle gleich laut sind. Also ob es auf die Sohle oder auf die Lederhose. Und auf die Haltung, also die Hände müssen immer einen möglichst 90-Grad-Winkel bilden. Und ja, auf die Tracht natürlich, also dass alles passt. Unterstützt wird der Weltmeister bei Wettkämpfen auch durch seine größere Schwester Stefanie. Dabei ist sie längst nicht der einzige weibliche Fan, denn der junge Titelträger kommt richtig gut an bei der Damenwelt. Also Jungs, auf zum Schurplatteln, denn Tradition macht sexy. Wir machen eine ganz kurze Pause, sind gleich wieder für Sie da hier bei TV Bayern Live. Die Radon-Kohlensäure-Kombinationstherapie zur langanhaltenden und nebenwirkungsfreien Schmerzlinderung bei rheumatischen und Wirbelsäulenerkrankungen. Auch geeignet für Patienten mit gleichzeitigen Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems oder Bluthochdruck. Erleben Sie die wohltuende Wirkung des Kohlensäure-Mineralheilwassers in unserer Heilwasser-Badelandschaft. Genießen, entspannen und wohlfühlen. Ihr Sibyllenbad in Neu-Albenreuth. Als mir das Kreuzband gerissen ist, war die Saison gelaufen. Dachte ich. Aber mit Hilfe der AOK habe ich einen Spezialisten gefunden. Und der hat mich zum Saisonfinale wieder auf die Beine gebracht. Wir sind da, wenn's drauf ankommt. Zum Beispiel mit der Arztsuche auf aok.de. Deshalb zur AOK. AOK, die Gesundheitskasse. Gesundheit in besten Händen. Knobi Vital, altbewährt und hilfreich. Es ist ein Elixier, wo ich jedem Menschen empfehlen würde, der mit hohem Blutdruck zu tun hat. Blutfett. Der mit Blutfette zu tun hat. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs, vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1 erhält Ihre Herzfunktion. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Und Sie bleiben fit bis ins hohe Alter. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Er ist ja nicht umsonst so schön. Ja. Dank Knobi Vital. Jetzt kaufen. Alpin, das Bergmagazin. Diesmal im Heft die schönsten Skitouren im Sellrheintal. Für unterwegs 16 Tourenkarten zum Mitnehmen. Dazu der große Stirnlampentest. Jetzt im neuen Alpin. Kauf ich. Löwenbiere Sensationen. Wir berichten zwischen Politik und Boulevard. Dazu die Analysen unserer Korrespondenten, die dort zu Hause sind, wo es passiert. Wir berichten über die Themen der bayerischen Wirtschaft. TV Bayern Live. Das heißt auch Sportsgeist und Partystimmung. TV Bayern Live. Ab sofort jeden Samstag um 17.45 Uhr auf RTL.
Polizei überlastet, immer mehr Randale bei Fußball und Demos. Jetzt reicht's offenbar, den Straßenverkehr sollen andere regeln. Wenn K.O.-Tropfen töten, ein Gast überlebt die Party nicht. Seine Kumpels sind wegen unterlassener Hilfeleistung dran. Und Coburger Industrielle wollen ganz hoch hinaus, am liebsten mit einem ganz neuen Flugplatz. Ein Bürgerbegehren will das Projekt stoppen. Ja, in den letzten Jahren wurden die Aufgaben der Polizei immer umfangreicher. Zunehmende Kriminalität, Einbruchsdiebstähle und die drohende Terrorgefahr führten bundesweit zu Personalproblemen. In der Region Ingolstadt beispielsweise können nur knapp 3/4 des Personalbedarfs gedeckt werden. Mit ausreichend Neuanstellungen rechnet die Deutsche Polizeigewerkschaft auch langfristig nicht. Darum fordert sie jetzt, die Beamten bei bestimmten Aufgaben im Straßenverkehr zu entlasten. Erst vergangenen September präsentierte die Ingolstädter Polizei 20 neue Kollegen im Präsidium. Nur ein Tropfen auf den heißen Stein, wie sich nun herausstellt. Die Aufgaben der Polizei werden nicht nur in der Region, sondern bundesweit immer umfangreicher. Die Deutsche Polizeigewerkschaft will darum den Arbeitsaufwand der Beamten im Straßenverkehr vereinfachen. Die Polizei kann arbeitsmäßig entlastet werden, wenn wir nicht mehr jedem Autofahrer hinterherlaufen müssen, wo man nicht weiß, wer das Fahrzeug gefahren hat. Und wir könnten auch uns Zeit sparen, wenn wir nicht mit jedem alkoholisierten Kraftfahrer ins Krankenhaus müssten, sondern einen Atemalkoholtest durchführen und das Ergebnis verwerten können. Polizeikräfte könnten laut Benker zudem geschont werden, wenn die Begleitung von Schwertransporten an private Anbieter übertragen würde. Vor allem Blutentnahmen sind zeit- und kostenintensiv. Atemmessgeräte sind bei Ordnungswidrigkeiten im Bereich von 0,5 bis 1,1 Promille bereits anerkannt. Die Unterschiede bei den Messergebnissen dürften daher kaum ins Gewicht fallen. Es gibt einen gewissen Ehrenkodex auch für die Polizei. Man möchte natürlich vor allem unbekannte Taten, unbekannte Täter ermitteln. Und dafür fehlt uns in vielen Fällen das Personal. Es gibt sehr viele Sonderaufgaben und die Polizei ist vor allem innerhalb unseres Staatsgefüges Mädchen für alles. Während alle anderen oder viele andere Behörden zum Regeldienstschluss schließen, ist die Polizei rund um die Uhr da und deswegen auch immer Ansprechpartner und damit auch immer irgendwo im Einsatz. Die Deutsche Polizeigewerkschaft sieht dringenden Handlungsbedarf. Es liege an der Politik, ob und wie schnell diese Forderungen umgesetzt werden. Alles für den schönsten Tag des Lebens. Wir haben uns auf einer der größten Hochzeitsmessen in Bayern umgeschaut. Mehr dazu und weitere Nachrichten aus Bayern jetzt in unserem Nachrichtenblock. Wolfgang B. muss sich vor dem Schwurgericht Amberg für den brutalen Angriff auf OTV-Moderator Thomas Bertlein verantworten. Am 21. Mai 2014 war Bertlein mit seinem Fahrrad am Ortsausgang von Trasselberg im Landkreis Amberg-Sulzbach unterwegs, als er grundlos von dem damals 30-Jährigen angegriffen wurde. Der Täter soll psychisch krank sein. Ein Gutachten soll aufklären, ob Wolfgang B. somit schuldfähig ist. Am Prozesstag wurden Zeugen vernommen und schilderten den Vorfall für die Verhaltensweise des Täters. Insgesamt sind 4 Verhandlungstage angesetzt. In Bamberg ist ein 27 Jahre alter Mann nach der Einnahme von sogenannten K.O.-Tropfen gestorben. Der Vorfall ereignete sich bereits kurz vor Weihnachten, zieht jetzt aber Ermittlungen nach sich. Gäste einer Party müssen sich wegen unterlassener Hilfeleistung verantworten, ein Gast sogar wegen fahrlässiger Tötung. Er hatte die Substanz GBL zur Party mitgebracht. Dabei handelt es sich um eine Reinigungschemikalie, die im Gegensatz zu anderen K.O.-Tropfen nicht verboten ist. Heiratswillige auf Ideenjagd. In der Eskara-Halle in Essenbach bei Landshut fand eine der größten bayerischen Hochzeitsmessen statt. Dort sammelten mehr als 1000 Besucher Eindrücke, Informationen und Inspiration für die perfekte Traumhochzeit. Auf 4000 Quadratmetern waren Firmen und Dienstleister aus allen wichtigen Bereichen, von Fotografie über Ringe und Unterwäsche bis hin zur Hochzeitsreise vertreten. Die inzwischen größte Hochzeitsmesse Ostbayerns gibt es bereits seit 11 Jahren. Härtetest beim traditionellen Donauschwimmen im oberbayerischen Neuburg an der Donau. Bei Wassertemperaturen um die 2 Grad nahmen heuer über 2000 winterfeste Teilnehmer an der nasskalten Faschingsgaudi teil. Wahlweise in Badebekleidung oder aber im wasserdichten Neoprenanzug legten die Schwimmer die rund 4 Kilometer lange Strecke im eiskalten Wasser zurück. Rund 10.000 Zuschauer waren bei dem bunten Treiben dabei. Das winterliche Spektakel fand diesmal bereits zum 46. Mal statt. Insgesamt 111 wäre ein bisschen viel, es waren doch nur 11 Unfallfahrzeuge. Aber die haben für ein ziemliches Chaos am frühen Samstagnachmittag gesorgt. Hier die Bilder
von der A9 bei Denkendorf in Fahrtrichtung München. Bei stockendem Verkehr und bester Sicht kam es zunächst zu einem Auffahrunfall. Nachfolgende Fahrzeuge kollidierten dann infolgedessen Sekunden später. Und eine dritte Karambolage gab es dann auch noch mit 5 Kraftfahrzeugen. Das war dann das Ergebnis eines abrupten Spurwechsels. 30 Kilometer Stau. 1,5 Stunden lang war die Autobahn komplett gesperrt. 9 Personen wurden leicht verletzt. Ja, weil manche meinen, dass der alte Flugplatz in Coburg zu klein sei, will die Coburger Industrie einen neuen Flugplatz haben. Nur der Neubau soll 30 Millionen Euro kosten. Zahlen soll es Stadt, Landkreis Coburg und der Freistaat. Die Wirtschaft, die will sich auch beteiligen. So weit, so gut. Der dortige Landrat gab ein Wahlversprechen. Keinen Neubau. Mittlerweile im Amt sieht es allerdings anders aus. Zu den Merkwürdigkeiten zählt auch der sogenannte Zeitgewinn. Um schneller bei den Kunden in Europa zu sein, will sich die Coburger Industrie die Anfahrt zu den Nachbarflugplätzen Bamberg, Haßfurt oder Nürnberg nicht zumuten. 30 bis 60 Minuten mehr gefährden die Arbeitsplätze, heißt es. Betroffene Bürger im Landkreis sehen eher andere Gefahren für Natur, Umwelt und für Finanzen. Deshalb starteten sie jetzt ein Bürgerbegehren. Sie müssen wohl als erstes weichen, die Schweine von Thomas Schreiner. Eigentlich will der Landwirt aus Neider weiter expandieren, jedoch steht sein Stall genau dort, wo die Anflugbefeuerung des neuen Verkehrslandeplatzes geplant ist. Ein Umzug wird jedoch nicht leicht. Wir müssen Abstände halten zur Wohnbebauung, wir müssen Abstände zum Grundwasser halten, wegen der Güllelagerung. Es ist extrem schwierig. Wir haben uns 2007, 2008 große Gedanken gemacht, wo wir aussiedeln können. Und da ist uns nur dieser Acker geblieben. Der Hofladen von Thomas Schreiner ist ein Ort, wo Unterschriften für ein Bürgerbegehren gesammelt werden. Ziel ist, dass der Landkreis Coburg jede Beteiligung am geplanten Verkehrslandeplatz aufgibt, also auch kein Geld dafür bereitstellt. Die Rede ist von 1,5 Millionen Euro, die laut den Initiatoren des Bürgerbegehrens anders gebraucht werden. Wir brauchen eher das Geld für Straßenbau, für den öffentlichen Nahverkehr, für Kindergärten, für Schulen, für ältere Leute. Einen weitaus größeren Teil, nämlich 8 Millionen Euro, der insgesamt 30 Millionen Euro Investitionskosten, übernehmen regionale Wirtschaftsunternehmen. Diese werden den Verkehrslandeplatz wohl hauptsächlich benutzen. Kein Bau für gemeine Bürger, ein weiterer Kritikpunkt. Und die Kritik geht noch weiter. Die Gegner protestieren auch gegen den Flächenverbrauch und argumentieren, dass es in zumutbarer Entfernung noch weitere Flug- und Verkehrslandeplätze gäbe, die benutzt werden könnten. Wir sind der Meinung, dass man auch nach Haßfurt, Bamberg, Nürnberg fahren kann und das in relativ kurzer Zeit. Es ist in der heutigen Zeit zuzumuten, einmal eine Stunde zum Flughafen zu fahren. Die Firma Schumacher Packaging aus Ebersdorf gehört zu den Gesellschaftern des Verkehrslandeplatzes Coburg. Für Geschäftsführer Björn Schumacher sind die weiter entfernten Flugplätze, wie zum Beispiel Nürnberg, keine Option. Da trifft man doch mehrfach bei Bamberg zum ersten Mal, bei Forchheim, bei Erlangen zum zweiten und zum dritten Mal auf sehr dichten Verkehr. In der Regel brauchen wir ca. 2 bis 2,5 Stunden bis zum Flughafen in Nürnberg. Etwa 4.300 Unterschriften sind für ein erfolgreiches Bürgerbegehren nötig. Danach käme es im nächsten Schritt zu einem Bürgerentscheid. Mehr als 3/4 der Unterschriften haben die Initiatoren bereits gesammelt. Wir haben mittlerweile ein sehr breites Bündnis für das Bürgerbegehren. Wir haben also sehr starke Unterstützung vom Bauernverband und allgemein aus der Landwirtschaft hier im Landkreis Coburg. Und wir haben eine ganze Reihe von Bürgerinitiativen aus den umliegenden Orten und auch hier aus Meder, die uns auch unterstützen. Björn Schumacher steht dem Bürgerbegehren neutral gegenüber, aber er glaubt, sollte es erfolgreich sein, würden die Gesellschafter wohl eine Lösung ohne den Landkreis finden. Ich bin mir doch sehr sicher, dass die fehlenden 1,5 Millionen von den anderen Beteiligten übernommen würden. Dann wäre der Verkehrslandeplatz bei Neider als solcher nicht verhindert, aber der Landkreis bei den Planungen und Entscheidungen außen vor. Was ist am 8. September 2012 im oberfränkischen Schönwald passiert? Hat der Jäger Wernfried P. den 26-jährigen Rudi Z. erschossen, weil er ihn von seinem Hochsitz aus mit einem Wildschwein verwechselt hat? Oder hat sich der Schuss aus seinem Gewehr einfach nur so gelöst und der junge Mann war, so tragisch das auch klingen mag, zur falschen Zeit am falschen Ort? Diese Frage musste das Amtsgericht Wunsiedel am Donnerstag klären.
Das eigentlich erwartete Urteil ist heute nicht gefallen hier vor dem Amtsgericht Wunsiedel, liebe Zuschauer, weil noch ein Zeuge fehlt. Das ist ein Polizeibeamter, der bei der Tatortbegehung dabei war und von dem man sich Erkenntnisse dazu erhofft, wie gut die Sicht war von dem Hochsitz runter. Allerdings ist dieser Zeuge leider verreist im Moment und man hatte erst kurzfristig beschlossen, ihn zu laden. Und deswegen geht es jetzt hier auch erstmal nicht weiter. Die Staatsanwaltschaft hatte beantragt, den genauen Wortlaut der Aussage des Jägers zu protokollieren. Sie sieht größere Widersprüche in den verschiedenen Aussagen des 54-Jährigen bei der Polizei und vor Gericht. Vor allem im Hinblick auf die Frage, ob er absichtlich einen Schuss abgefeuert hat oder ob sich ein Schuss gelöst hat. Der Richter hat das allerdings abgelehnt. Es würde keine neuen Erkenntnisse bringen, heißt es zur Begründung. Ein neuer Termin ist erst wieder in 3 Wochen angesetzt, am 19. Februar. Dann sind alle Beteiligten verfügbar und dann müsste auch ein Urteil fallen. Ja, eine gute Nachricht für alle Wintersportfans. Dank des vielen Neuschnees herrschten am Wochenende optimale Bedingungen zum Skifahren. Das Wetter. Der Januar 2015 war über weite Strecken in Bayern zu mild, aber jetzt am Ende ist er winterlich geworden. Und winterlich sind ja auch die Aussichten für die kommenden Tage. Die Nacht auf den 1. Februar bringt wieder Frost. -2 bis -4 Grad, am Alpenrand sogar bis zu -6 Grad. Und es schneit ab und zu ein bisschen, vor allem von Schwaben bis in die Oberpfalz und nach Oberfranken. Auch sonst ein paar Flocken, es kann wieder glatt werden auf den Straßen. Ein bisschen Schnee gibt es dann auch Sonntag tagsüber in Franken, vor allem im Frankenwald und im Fichtelgebirge. In tieferen Lagen ist es ein bisschen Schneeregen und vor allem am Untermain, da kann sich dann auch ab und zu ein bisschen die Sonne zeigen. Dort bis +2 Grad. Dagegen an der Saale um die 0 Grad und die 0 Grad haben wir auch auf der Frankenhöhe. Da wird der Wind ein bisschen böiger am Nachmittag aus Südwest. Sonst ist er meist nur schwach mit Stärke 2. Ein Kaltstart in den Februar dann auch in der Oberpfalz und in Niederbayern. Höchsttemperaturen von 0 bis 2 Grad. Und es gibt dabei viele Wolken. Nur selten ist mal die Sonne zu sehen. Ab und zu fallen ein paar Schneeflocken. Groß werden die Mengen allerdings dabei nicht sein. Der Wind auch hier aus südwestlichen bis südlichen Richtungen im Mittel mit Stärke 2, vor allem auf den Bergen ein bisschen böiger. Dann noch der Blick in den Süden des Freistaats nach Oberbayern und Schwaben. Da haben wir ein bisschen Sonnenschein, aber nicht mehr so viel Sonne wie noch teilweise am Samstag. Dichtere Wolken ziehen dann auch vor allem am Alpenrand auf und die bringen dann von Westen her erstmal im Allgäu kräftigeren Schneefall. Der wird sich dann bis zum Abend auch Richtung Chiemgau ausbreiten. Die Temperaturen -2 bis +2 Grad. Und der Wind aus westlichen Richtungen im Mittelmeerstärke 2 bis 4 am Nachmittag, da gibt es ein paar starke Böen. Windig dann auch der Montag und da gibt es auch neue Schneefälle von Westen her. Die Temperaturen noch bis +2 Grad. Dienstag dann eine kurze Schneepause, da ist es überwiegend trocken. Die Sonne kommt sogar mal raus, die Temperaturen allerdings gehen weiter zurück. Und am Mittwoch aus Südosten neuer Schneefall, also es bleibt winterlich in den Nächten unter klarem Himmel über Schnee, sogar unter -10 Grad. Die Radon-Kohlensäure-Kombinationstherapie zur langanhaltenden und nebenwirkungsfreien Schmerzlinderung bei rheumatischen und Wirbelsäulenerkrankungen. Auch geeignet für Patienten mit gleichzeitigen Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems oder Bluthochdruck. Erleben Sie die wohltuende Wirkung des Kohlensäure-Mineralheilwassers in unserer Heilwasser-Badelandschaft. Genießen, entspannen und wohlfühlen. Ihr Sibyllenbad in Neu-Albenreuth. Als mir das Kreuzband gerissen ist, war die Saison gelaufen, dachte ich. Aber mit Hilfe der AOK habe ich einen Spezialisten gefunden. Und der hat mich zum Saisonfinale wieder auf die Beine gebracht. Wir sind da, wenn's drauf ankommt. Zum Beispiel mit der Arztsuche auf aok.de. Deshalb zur AOK. AOK, die Gesundheitskasse. Gesundheit in besten Händen. Knobi Vital, altbewährt und hilfreich. Es ist ein Elixier, wo ich jedem Menschen empfehlen würde, der mit hohem Blutdruck zu tun hat. Blutfett. Der mit Blutfette zu tun hat. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs, vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1. Erhält Ihre Herzfunktion. Knobi Vital. Der tägliche Schluck Gesundheit. Und Sie bleiben fit bis ins hohe Alter. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Ist ja nicht umsonst so schön. Ja. Dank Knobi Vital. Jetzt kaufen. Alpin. Das Bergmagazin. Diesmal im Heft die schönsten Skitouren im Sellrheintal.
Für unterwegs 16 Tourenkarten zum Mitnehmen. Dazu der große Stirnlampentest. Jetzt im neuen Alpin. Kauf ich. In unserem landespolitischen Gespräch geht es heute um die laufenden Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie. Willkommen zu unserem heutigen landespolitischen Gespräch. Heute geht es eisenhart zur Sache. Zu Gast ein Metaller. Und was für einer? Jürgen Wechsler, ich grüße Sie. Hallo, grüß Gott. Die Zeiten sind turbulent. Kein Wunder, es stehen wieder, oder Sie sind mitten in Tarifverhandlungen mit den Metall- und Elektroarbeitgebern in Bayern. Worum geht's? Ja, es geht wie immer erstens um Geld und zweitens geht es ein bisschen um die Gestaltung der Zukunft. Wir wollen neben der Geldfrage auch die Frage klären, wann kann jemand würdig aus dem Arbeitsleben ausscheiden, Stichwort Altersteilzeit. Und wir wollen auch das Thema persönliche Weiterbildung regeln. Also drei Säulen quasi, die zu verhandeln sind. Fangen wir beim Geld an. 5,5%. Wann haben Sie denn das zuletzt erreicht? Im Ergebnis muss man vielleicht ein bisschen zurückgehen. Ich habe das in den 70er Jahren Tariferhöhungen von 11% und 12% erlebt. Wann gab es das mal, ja? Das gab es in den 70er Jahren und auch noch in den 80er Jahren. Man muss allerdings fairerweise auch dazu sagen, in den 70er Jahren hatten wir Preissteigerungsraten von 8% und 9%. Das ist heute eher in der Größenordnung 2% oder eher drunter. Das ist ja eine Inszenierung, Tarifverhandlungen. Die Gewerkschaftler sagen, wir wollen auch einen Schluck von der berühmten Pulle. Die Arbeitgeberverbände sagen, Maß halten. Ist denn jetzt mit 5,5% Maß gehalten, Ihrer Meinung nach? Ja, aus unserer Sicht schon. Man könnte in der Industrie in vielen Bereichen auch wesentlich höhere Forderungen begründen. Die 5,5% sind eigentlich solidarischer Ausgleich zwischen allen Branchen innerhalb der Metall- und Elektroindustrie. Es ist eine Forderung, die zufälligerweise genauso groß ist wie 2013. Und insofern sind wir eigentlich guten Mutes, dass wir unsere Forderung gut begründen können und die Arbeitgeber sich anstrengen müssen, zu erklären, warum sie diese Forderung nicht akzeptieren. Ich glaube, es gibt eher Dissens bei den beiden anderen Punkten. Altersteilzeit, wer kann und wer nach den Berufsjahren soweit ist, ich glaube, 45 Berufsjahre sind da reinzuarbeiten, der kann dann ausscheiden. Also wir haben ja in Deutschland mal das Gesetz zur Altersteilzeit gehabt. Leider ist das 2010, der Agenda 2010, auch zum Opfer gefallen. Wir in der Metallindustrie haben das zu einem Tarifvertrag gemacht. Seitdem gibt es auch eine eigenständige tarifliche Regelung. Danach kann jemand mit 57 Jahren in die Altersteilzeit gehen, erst mit einer Arbeitsphase und dann mit einer Freistellungsphase. Wir sagen, damit kann er würdig ausscheiden. Er bekommt im Durchschnitt 80% bis 90% von seinem jetzigen Nettoeinkommen weiterbezahlt. Und wir würden gerne diesen Tarifvertrag, der jetzt Ende März ausläuft, aufgrund von gesetzlichen Regelungen, wir würden den gerne mit den Arbeitgebern wieder in Kraft setzen. Und wir verspüren, dass die Arbeitgeber an der Stelle großen Widerstand leisten. Aber ich glaube, das wird Widerstand bei den Arbeitnehmern hervorheben. In der Metallindustrie wird man nicht per se jeder bis 67 arbeiten können. Also brauchen wir ein vernünftiges Ausstiegsmodell über den Bereich der Altersteilzeit. Und das wollen wir im Rahmen dieser Tarifrunde durchsetzen. Und Sie glauben nicht, dass der Ist-Zustand, wie es mal war, dass der noch verhandlungsfähig ist? Also wir würden schon gerne verhandeln, zum Beispiel die Frage, wer darf 4 Jahre, wer darf 6 Jahre in eine Altersteilzeit, das ist jetzt ein bisschen tarifvertragliche Technik, aber das ist für uns ganz wichtig, weil wir zunehmend Arbeitnehmer haben, die auch unter Belastungen eingesetzt werden. Nehmen Sie mal Schichtarbeit, nehmen Sie Arbeitnehmer in Projektarbeit. Und die sagen, wir brauchen eben eine Altersteilzeit von 6 Jahren. Dann kostet es den Arbeitgebern auch mehr. Und alles, was kostet, muss man ihnen scheibchenweise sozusagen abbringen. Und darum wird es in dieser Tarifrunde gehen. Aber ich bin guten Mutes.
Ohne eine Altersteilzeit neuen Regelung wird es auch kein Tarifergebnis geben. Auf der anderen Seite gibt es auch viele Arbeitnehmer, die sagen, ich bin fit, ich fühle mich gut, ich möchte länger arbeiten. Das ist ja der Charme dieses Modells. Wir wollen einen Anspruch für jeden, dass er in Altersteilzeit gehen kann. Aber wir sagen nicht, es muss jeder gehen. Jeder entscheidet erstmal individuell. Aber was wir nicht zulassen werden, ist, dass der Arbeitgeber entscheidet, du darfst gehen und du darfst nicht gehen. Die dritte Säule des Modells, da geht es um etwas, was eigentlich unbestritten ist, ein Leben lang lernen, dazulernen, bereit sein, lernbereit sein, kostet Zeit und Geld. Wer bei Metall und Elektro dazulernen möchte, macht es wahrscheinlich nicht in seiner Freizeit und am Wochenende, sondern will auch in irgendeiner Form in der Betriebszeit lernen. Ist das strittig oder? Das ist sehr strittig. Ich sage mal so, wir haben eigentlich gedacht, dass es in Deutschland auch mit den Arbeitgebern einen Konsens gibt, dass das wichtigste Rohstoff in einer Industriegesellschaft wie in Deutschland das Thema Bildung ist. Ja, wir haben kein Ölvorkommen und so weiter. Aber Bildung ist unser Rohstoff, ist unsere größte Chance, auch gute Produkte nicht nur herzustellen, sondern sie auch wettbewerbsfähig zu verkaufen. Und wir als IG Metall haben gesagt, jetzt muss auch das Thema persönliche Weiterbildung Bestandteil eines Tarifvertrages werden, wo ein Arbeitnehmer sagen kann, ich möchte jetzt mal beispielsweise als Facharbeiter eine Technikerausbildung, eine Meisterausbildung, ich will mich im Bereich der Digitalisierung, die immer stärker auf uns zukommt, weiterbilden. Und wir wollen dafür, dass der Arbeitnehmer einen Anspruch auf Freizeit bekommt, um eben in der Freizeit auch in die Weiterbildung zu gehen. Und dass es dafür einen Entgeltausgleich gibt. Und das ist natürlich auch so. Die persönliche Weiterentwicklung, das ist ja auch der persönliche Marktwert, den man dadurch steigert. Also eine gewisse Eigeninitiative kann man doch schon auch einfordern. Ja, natürlich. Die wird ja auch weiterhin bleiben. Selbst wenn wir eine Bildungsteilzeit, wie wir das fordern, finanzieren über den Tarifvertrag, wird der Arbeitnehmer auch seinen eigenen Beitrag mit einbringen müssen. Also es ist schon ein Modell, wo die Arbeitgeber wie die Arbeitnehmer sich beteiligen. Aber was nicht geht, ist, dass die Arbeitgeber sich jetzt in die Büsche schlagen und sagen, wir wollen zwar Weiterbildung, aber wir wollen nichts dazu tun und auch nichts bezahlen. Das geht nicht und deswegen ist das ein Thema im Rahmen dieser Tarifrunde. Also wir wollen nicht nur eine Altersteilzeit für jemanden, der später ausscheidet, sondern wir wollen auch eine Bildungsteilzeit, damit lebenslang jemand sich auch beruflich immer weiterentwickeln kann. Und ich finde, das ist auch eine Aufgabe, die die Arbeitgeber mit unterstützen müssen. Und wir haben weniger Weiterbildung durch die Arbeitgeber im Bereich von Facharbeiterinnen und Facharbeiter. Wir haben am meisten Weiterbildung im Bereich von Akademikern in den Betrieben. Also es muss auch diese Hierarchie, wer an Weiterbildung beteiligt wird, diese muss wieder zurechtgerückt werden. Und dafür gibt es ja eine starke IG Metall und wir werden das auch durchsetzen. Da bin ich ganz optimistisch. Also da kommt jetzt wieder der Wahlkämpfer durch. Ich bedanke mich fürs Dasein, Herr Wechsler. Und wir geben wieder zurück in unser Studio. Das war das landespolitische Gespräch Bayern im Blick. Ja, und wir haben jetzt die aktuellen Themen aus der bayerischen Wirtschaft für Sie kompakt zusammengefasst in unserem Wirtschaftsradar. Die Themen heute: Neujahrskonzert. Bayern präsentiert sich in Berlin. Und Frauenquote. In technischen Berufen ist das schwierig umzusetzen. Vivaldi können Bayern sogar mit der Tuba spielen. Das beweist Professor Andreas Martin Hofmeier und erstaunt damit das Publikum beim Neujahrskonzert der Bayerischen Staatsregierung in Berlin. Begleitet vom Bayerischen Landesjugendorchester spielt der Mitbegründer der Band La Brassbanda auch Werke von Strauss, Duda und St. Pauli und stellt die neu gegründete Jazzformation Lowest Level vor. Zu den Gästen zählen auch heuer wieder Persönlichkeiten aus Politik, Kultur und Wirtschaft. An ihrer Spitze Innenminister Thomas de Maizière. Viele Unternehmer aus Bayern sind gekommen, um das Miteinander in der Bundeshauptstadt zu fördern.
unserem Betrieb kann ich hauptsächlich sagen, dass wir von den Ländern, in denen eben Krisenherde sind, im Augenblick sehr betroffen sind und dadurch eben die Wirtschaft meiner Ansicht nach nicht so wächst, wie es im Augenblick von der Politik behauptet wird. Wir erwarten ein anspruchsvolles Jahr und auch ein sehr interessantes Jahr. Unsere Kunden sind investitionsbereit und handlungsbereit. Wir haben im letzten Jahr ein Wachstum gehabt in Deutschland von 1,2%, in Bayern von 1,7%. Und ich gehe davon aus, dass das auch dieses Jahr wieder erreicht wird. Ob politisch, wirtschaftlich oder kulturell, die Stimme des Freistaates soll auch in Berlin gut zu hören sein. Darauf legt der Gastgeber der Veranstaltung großen Wert. Es wird, wenn wir wieder mal was haben in Berlin, besonders darauf geachtet, was die Bayern wieder sagen, was sie wollen. Wir sind auch immer die Reichen, die es eh so gut geht und die deswegen auch im Bund eine größere, meistens finanzielle Rolle übernehmen müssen. Aber es läuft nicht alles in unserem Interesse. Deswegen müssen wir uns laut zu Wort melden. Ein viel diskutiertes Thema ist an diesem Abend die Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie. In München haben jetzt die bayerischen Arbeitgeber ihr Angebot vorgelegt. Mit einer Lohnerhöhung für 12 Monate, die in ihrer Gesamtwirkung für die Beschäftigten in diesem Jahr bei 2,56% liegt. Wir haben ein Angebot gemacht, einen neuen Altersteilzeittarifvertrag abzuschließen. Und wir haben drittens angeboten, die Gespräche zur Wiederinkraftsetzung der Qualifizierungstarifverträge und der Bildungsteilzeitverträge anzugehen, haben dazu heute eine Arbeitsgruppe gebildet. Das ist unser Angebot. Wir glauben, dass es in die Landschaft passt. IG Metall Bayern fordert dagegen für die rund 790.000 Beschäftigten der Branche eine Lohnerhöhung von 5,5% und mehr Flexibilität bei der Altersteilzeit. Noch gibt es keine Annäherung der Tarifparteien. Am 9. Februar wird in Aschaffenburg wieder verhandelt. Für technische Studiengänge und Berufe interessieren sich nach wie vor deutlich mehr Männer als Frauen. Ist es daher sinnvoll, eine Frauenquote in Unternehmen politisch durchzusetzen? Darüber diskutieren Vertreter aus Wirtschaft und Politik bei einem Fachkongress in München. Eine gezwungene Quote würden wir als Unternehmen uns ehrlich gesagt nicht wünschen. Aber natürlich würde es für das Unternehmen bedeuten, dass man noch mehr Angebote in dieser Richtung machen muss. Wir könnten uns darauf einstellen, glauben wir, weil wir ja bereits viel tun in dieser Richtung. Wir haben durchaus in der Wirtschaft und in der Politik an einflussreichen Stellen schon Frauen, die ihre Funktion nicht nur ernst nehmen, sondern auch sehr gut machen. Und wir brauchen eine gesellschaftliche Akzeptanz. Und ein drittes dann, dass wir dort, wo es notwendig ist, dann auch gesetzgeberisch nachhelfen. Wir tun das jetzt mit der Einführung der Frauenquote, die sicher nur eine Art der Frauenförderung für einige wenige Frauen ist. Die Unternehmer beim Podiumsgespräch jedenfalls sind überzeugt, eine Gesamtstrategie statt einer Quote könnte den Anteil von Frauen in der Arbeitswelt erhöhen. Sie ist die größte Messe ihrer Art auf der ganzen Welt, die Nürnberger Spielwarenmesse. Normalerweise ist die Messe nur für Fachpublikum geöffnet. Aber wir haben einen unserer Kollegen losgeschickt mit der Mission, die verrücktesten Trends auf dem Spielzeugmarkt für uns zu entdecken. Heute suchen wir auf der Spielwarenmesse mal nicht die Neuheiten oder Trends, sondern was Außergewöhnliches, das Skurrile, was unterhält. Bin mal gespannt, was wir finden. Good luck. Thanks. Ich sehe einen Ball, der lustig blinkt und sich bewegt. Können Sie mal erklären, was es damit auf sich hat? Ja, das ist unser Sphero. Er lässt sich über eine App per Handy steuern in alle Richtungen. Während des Spielens erhält man Punkte. Diese Punkte kann man gegen Tricks eintauschen, was dann wären zum Beispiel dieses Pferdegewirr. Also der Sphero war definitiv eine Überraschung. Das Ganze hat echt Spaß gemacht. Es ist relativ schwer zu steuern, das ist wahrscheinlich eine Übungssache. Die Bälle kosten so zwischen 100 und 130 Euro, aber ich glaube, wenn man den Kniff raus hat, ist es definitiv echt spaßig. Also Fazit, Daumen nach oben. Test, Test. Also zugegeben, das war jetzt schon ein bisschen albern.
Es geht natürlich auch niveauvoller. Können Sie mal erklären, wie man auf die Idee gekommen ist? Eine Busenschürze? Das kann nur ein Mann gewesen sein. Das stimmt. Ich denke mal eine Junggesellenparty oder sowas in die Richtung mit viel Spaß. Und dass es natürlich Ozapft ist, das haben wir direkt aus Bayern übernommen. Also nach den bierspendenden Brüsten ist der Durst definitiv gestillt. Skurril gibt es hier also auf der Spielwarenmesse. Was jetzt noch fehlt, wäre eigentlich irgendwas zu essen. Was ist denn das da? Das sind Mehlwürmer mit Curry. Sind die echt? Ja. Das hat ja was vom Dschungelcamp, ne? Sind die gesund? Ja, klar. Protein pur. Ja, dann. Einen guten. So, haben die was zum Trinken? Ja, klar. Hier ein Glas Wasser. Danke. If you see them coming. Die Mehlwürmer sind relativ geschmacksneutral, ne? Ja, man kann ja noch nachwürzen. Wer kauft sowas? Ja, Dschungelcamp-Fans zum Beispiel. Es gibt echt Leute, die Dinger kaufen, um das zu Hause nachzumachen? Ja, oder die Freunde zu verarschen, ne? Alle Dschungelfans kommen hier auf ihre Kosten. Kulinarische Köstlichkeiten vom Feinsten. Also Herr Erfurt, vielen Dank, es war eine Erfahrung. Ja, gerne. Viel Spaß noch auf der Messe. Danke. Ich habe Skurril gesucht und ich habe Skurril gefunden. Von bierspendenden Brüsten bis hin zu Mehlwürmern war alles dabei. Also wer auf das Extravagante steht, der hat auf der Spielwarenmesse auch seinen Spaß. Ich gebe zurück ins Studio. Ja, vielen herzlichen Dank. Skurril und verrückt geht es irgendwie so ein bisschen weiter. Jedes Jahr dasselbe Bild. 1000 Motorradverrückte, die sich bei Schnee und Kälte im Hexenkessel treffen. In der Nähe von Passau, um dort gemeinsam sich und ihre Motorräder zu feiern. Dabei erlebt man immer wieder und jedes Jahr aufs Neue allerlei Skurriles. Zum 59. Elefantentreffen können sich die Biker wieder über perfektes Wetter freuen. Jede Menge Schnee und eisige Temperaturen. Ist ja märchenhaft heuer mit dem Schnee. Wir haben alles schon gehabt, Matsch und Schnee und Regen. Es ist halt jedes Mal das, anders. Und von mir ist das Geilste am Elefantentreffen der Karre. Der Karre hat mich da mitgenommen vor 12 Jahren oder vor 13 und seitdem bin ich jedes Jahr da und das macht Spaß. Viele der Biker kommen jedes Jahr nach Solla. 17. Mal in Folge. Es gibt welche, die haben wesentlich mehr schon auf dem Buckel, aber dennoch bin ich damit recht zufrieden, muss ich sagen. Die 20er machen wir auf jeden Fall noch voll. Dann schauen wir weiter, aber vor allem, wenn das Wetter so ist wie dieses Jahr, bestens mit Schnee versorgt, also so wollen wir das haben. So und nicht anders. Und dann sauber ein aufkochen. Wir sind noch vom alten Schlag, wir tun selber kochen am Feuer, so selber brutzeln, Frühstück machen, Mittag machen, Abend und Feuerwasser haben wir natürlich auch dabei. Heuer haben wir 40 eingelegte Lammsteaks dabei. Und darum stinken wir so nach Knoblauch. Aber das riecht man ja lange. Also das riecht man da. Nee. Kein Geruchsfernsehen, sehr gut. Und ganz egal, ob die Biker zum ersten Mal in Solla dabei sind oder seit Jahrzehnten im Hexenkessel feiern, sie alle verbindet die gleiche Begeisterung für das Elefantentreffen. Jedes Jahr anders und immer wieder aufregend. Kohlbad bestätigen. Jede Menge Glühwein. Damit halten wir uns gut warm. Und immer wieder neue Freundschaften. Wenn man das so mit umschaut, gell, gewaltig. Gell, mächtig, gewaltig, so viele Leute da. Echt gut. Paragraph 1, jeder darf machen, was er will. Und es ist einfach eine Herausforderung im Winter. Wir machen das nicht für jemand anderen, sondern wir machen das einfach für uns selber. Seit diesem Jahr gilt auf dem Gelände ein neuer 7-Punkte-Plan des Bundesverbands der Motorradfahrer. Beispielsweise heißt das für die Biker keine Autos auf dem Gelände, keine Feuerwerkskörper und nur zugelassene Motorräder. Ich finde es super, dass da die Autos nicht mehr so nachher fahren können. Also wirklich, es ist ein Motorradeltreffen und so soll es sein. Es ist abends angenehm ruhig und es passiert nichts. Eigentlich zu ruhig. Die Grundstimmung geht kaputt. Du hast doch auch gute Stimmung gestern gemacht, oder? Ja, also, geht doch. Man braucht nicht unbedingt Raketen und Sirenen und weiß der Herr was, um da Stimmung reinzubringen. Gerade die Schießerei, und wir kennen ja inzwischen auch einige, die hier wohnen oder so.
in dem Umfeld. Die Tiere sind total bekloppt. Noch bis Sonntagnacht werden die Biker aus Deutschland und dem europäischen Ausland friedlich miteinander feiern, sich austauschen und neue Freundschaften knüpfen. Von München nach Bali. Gerne jederzeit mit dem Flugzeug. Stefan Schreckenbach aus München hat diese Reise, und das ist jetzt kein Witz, mit seinem Fahrrad angetreten. 27.000 Kilometer quer durch 22 Länder. 1,5 Jahre war der Weltenbummler unterwegs, hat natürlich auf seiner Reise einiges erlebt. Die Welt ist so groß und doch kenne ich so wenig davon. So einfach erklärt Stefan Schreckenbach seinen Antrieb, loszuradeln. Dabei ist der Entwicklungsingenieur Jahrgang 78 kein Berufsabenteurer, kein hochtrainierter Spitzenathlet, sondern ein Mann, der einfach was erleben wollte. Das, was das normale Leben angeht, wie es sich anfühlt, dort zu sein, wie die Leute drauf sind, wie sie ticken, wie sie miteinander agieren, wie die Umwelt aussieht, wie die Landschaft ist und so weiter und so fort. Das kann man eigentlich erst so richtig sehen, wenn man wirklich mal dort selber gewesen ist. Gesagt, getan. Stefan kündigte seinen Job und im April 2012 brach er aus dem goldenen Käfig der sozialen Sicherheit aus. Mit 30 Kilo Gepäck begann er eine lange, ungewisse Reise. Von europäischen klimatischen Bedingungen mit Wäldern und Feldern los, ging dann später Richtung Hochgebirge auch. Ich bin durch Pamir gefahren in Zentralasien, ein Hochgebirge mit Pässen bis zu über 4600 Meter Höhe. Bin durch Wüsten gekommen, bin durch die Taklamakan gefahren, wo man tagelang nur durch Sand fährt. Da gibt es außer Straße und Sand nichts, vielleicht mal ein Sandsturm ab und zu. Bin auch im Winter unterwegs gewesen, dann gerade im Himalaya. Bin also dann auf bis zu 4800 Meter gekommen, mitten im Winter. Für einige Monate begleitet ihn seine Freundin Monika. Das Leben als Nomaden war abwechslungsreich und günstig. Zwischen 150 und 600 Euro benötigte Stefan pro Monat. Wenn man einmal unterwegs ist, stellt man fest, wie billig das Leben sein kann. Also wenn man aus diesem Erste-Welt-Kontext einmal rausgerissen wird, wenn man hier in Deutschland keine Miete mehr zahlen muss, keine Krankenversicherung mehr zahlen muss, die ganzen Kosten nicht hat, weil es an vielen Orten auf der Welt einfach deutlich billiger ist. Und allein dadurch, dass man keine Miete mehr hat und die laufenden Kosten sich mehr oder weniger auf die Nahrungsmittelbesorgung erstrecken. Die Tour über zehntausende Kilometer über Gebirge und durch Wüsten, durch Hitze und Kälte, forderte ihren Tribut durch Reisekrankheiten, Gefahren und Unfällen ein. Bis dann irgendwann von hinten ein Pkw kam, der einfach keinen Abstand zu mir gehalten hat und mich mit seinem Rückspiegel tangiert hat, aber das bei voller Landstraßengeschwindigkeit. Da hat es mich dann meterweise in den Straßengraben gewippt, habe danach einen verschletzten Oberschenkelmuskel gehabt und habe mich dann in einem Provinzkrankenhaus im Iran wiedergefunden. Und da habe ich mir gedacht, okay, wenn er noch einen Meter weiter rechts gefahren wäre, dann wäre es mir vorbei gewesen. In den 22 durchfahrenen Ländern erlebte Stefan Schreckenbach vielfältige Gastfreundschaft. Wo es am gastfreundlichsten war, würde ich sagen, das waren oft muslimische Länder wie Iran und Türkei. In manchen Ländern war es eher schwieriger, was jetzt die Kontakte mit den Leuten anging. Das war zum Beispiel China, weil die Leute tendenziell eher ängstlich gegenüber Fremden sind. Und ich hatte das Gefühl, nicht wirklich ein Konzept von jemandem haben, der ein Ausländer ist. Also die können sich grundsätzlich nicht vorstellen, dass es Leute gibt, die kein Chinesisch sprechen. Von seiner Reise bleiben Erinnerungen für ein ganzes Leben. Dass man im Grunde unter verschiedensten Bedingungen leben kann. Also das habe ich unterwegs gesehen, dass Leute unter allen möglichen Bedingungen auch glücklich sein können. Dass man im Grunde materiell gesehen relativ wenig braucht, deutlich weniger, als man vielleicht hierzulande auch oft meint. Seine Erlebnisse hat Stefan Schreckenbach in einem Multimedia-Vortrag zusammengefasst. In den kommenden Monaten ist er mit Cycling Eurasia, mit dem Fahrrad quer durch Europa und Asien, in Bayern unterwegs. Diesen Geburtstag durfte jetzt Margarete Dannheimer feiern. Damit ist sie die älteste Einwohnerin in ganz Bayern. Gemeinsam mit ihrer 80-jährigen Tochter Ingeborg lebt sie in einem Altenheim im mittelfränkischen Neuendettelsau. Zu ihrem Geburtstag wurde sie von zahlreichen Freunden mit Geschenken überrascht. Margarete Dannheimer wurde 1904 in Gerstheim bei Rothenburg geboren, kam über Nürnberg schließlich nach Neuendettelsau, wo sie ein kleines Radiogeschäft betrieb. Die 111-Jährige ist auch heute noch musikbegeistert, hat sich zu ihrem Jubiläum ein Radio mit CD-Player gewünscht. Ja, wir gratulieren an dieser Stelle natürlich auch ganz, ganz herzlich zum Geburtstag. Das war's von uns. Schön, dass Sie heute reingeschaut haben bei TV Bayern Live. Ich wünsche Ihnen jetzt noch ein schönes und vor allem ruhiges Wochenende. Würde mich freuen, wenn Sie nächsten Samstag wieder mit dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut. Servus.